Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich habe nach langer Zeit gedacht, wir machen mal wieder Beauty-Content auf meinem YouTube-Kanal. Und ich denke, das freut viele von euch. Und das ist auch seit langem wieder ein Video mal wieder ohne den Jens. Auch das ist ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise bin ich es gewöhnt, dass er neben mir sitzt und immer irgendwelche Kommentare abliefert. Aber für Beauty-Content, damit ihr auch mehr von mir und dem, was ich auftrage, in meinem Gesicht seht, muss er ja nicht unbedingt neben mir sitzen. Und deswegen starten wir heute. Ich wollte heute einen Live-Test, Live-Review, erster Eindruck von einer Palette machen, die ich mir letztens, Jens und ich haben am 20. 21. September Jahrestag und er hat mir sozusagen ein schon kleines Vorabgeschenk gemacht. Eigentlich hatte ich mir von Urban Decay und Anastasia Beverly Hills die Modern Renaissance und Heat Palette gewünscht. Die sind beide aber sehr, sehr, sehr teuer. Und ich habe einfach mal auf Amazon so rumgestöbert, wie der aktuelle Preis so ist und bin durch Zufall auf die Marke Vovo Traders gestoßen, die sehr gute Fakes laut den Bewertungen von den jeweiligen Paletten rausbringt. Und da gibt es halt unterschiedliche Firmen, dessen Namen ich jetzt gerade auch alle nicht im Kopf habe. Ich werde euch den Link, also man kann das so offiziell auf Amazon erwerben, das ist auch vollkommen legal. Und ich habe auch hier auf YouTube, wo ich danach gesucht habe, schon ein, zwei andere Videos zu diesem Thema gesehen. Ich werde den Link euch in die Beschreibung, in die Infobox unten packen, wo ich die Palette her habe und wie viel die Palette gekostet hat. Und es war preislich gesehen, ich wollte es einfach mal ausprobieren, einfach just for fun. Es war wirklich jetzt kein ernster Hintergrund oder so, weil ich jetzt kein Geld gehabt hätte, die andere Palette zu kaufen. Wir waren wirklich kurz drauf und dran. Aber wir haben einfach gedacht, mein Gott, der Preis von 2,71 Euro pro Palette ist so unschlagbar. Ich glaube, die andere Palette, die hat auch irgendwas so 1 Euro noch was gekostet. Ich muss es nochmal, wie gesagt, raussuchen. Darüber mache ich dann ein extra Schminki. Und dass ich gedacht habe, meine Güte, das möchte ich echt einfach mal ausprobieren. Ich muss mir hier noch den Spiegel hinstellen, damit wir gleich schminken können. Und dass ich das einfach echt mal ausprobieren wollte. Deswegen sitzen wir heute in diesem feierlichen Rahmen zusammen und werden diese doch schon fast sehr echt aussehende Modern Renaissance Anastasia Beverly Hills Palette austesten. Ich habe sie noch nicht probiert. Sieht wirklich echt schön aus, wie ich persönlich finde. Hier hinten auch die Farbbezeichnung, die Inhaltsstoffe. Und das alles kam aus China. Also ich musste jetzt ungefähr versandtechnisch 1-2 Wochen warten und dann war sie im Briefkasten, alles super verpackt, da ist nichts passiert, hier ist vielleicht ein bisschen das angedatscht, aber mit der Palette selbst ist nichts passiert, ich zeige sie euch erstmal. Und ja, was ich krass fand, selbst hier vorne ist so eine Samtgummierung, ganz krass, ich zeige euch das mal. Es sieht wirklich verflucht echt aus. Die Kenner unter euch werden natürlich die Palette zu Hause haben. Ich kann das jetzt natürlich nicht, hier ist sogar ein Magnetverschluss, werden natürlich wissen oder erkennen, wo die Unterschiede zu der echten Palette sind. Es ist verdammt leicht, es ist von der Verpackung her natürlich nicht ganz so schwer, metallen oder hochwertig, wie ich das von meiner Naked 1 Palette oder meiner Naked 3 Palette kenne. Aber hey, ne, wenn der Inhalt gut ist. So, hier, ich will euch nicht blenden, aber na, hier ist auch so ein Spiegel mit einer Abdeckung mit Anastasia Beverly Hills. Ich klapp das mal kurz um und hier seht ihr die Farben. Ich bin da schon ein, zwei Mal reingedatscht, entschuldigt meine Nägel. Und die Pigmentierung sieht vielversprechend aus. Hier ist sogar unten noch ein Pinsel drin, den werde ich jetzt nicht benutzen. Mit, ich habe meine eigenen Pinsel, ich weiß, bei mitgelieferten Pinseln, die sind immer nicht ganz so gut, aber der macht eigentlich keinen schlechten Eindruck. Mit einem Blender und so ein Katzenzungenpinsel. Auch mit Anastasia Beverly Hills, also schön, dass das mit dabei ist. Finde ich sehr, sehr schön. Sie ist ein bisschen krümelig, das muss ich allerdings sagen. Also es krümelt so ein bisschen, so wie wenn sie die gepresst haben oder die Lidschatten oder die so angekommen ist, sieht ein bisschen so aus, als ob sie dann ein bisschen krümeln könnten, dolle, die Lidschatten, was mich allerdings nicht stört, wenn die Pigmentierung da ist. Und
Ja, ein paar schimmernde, viele matte Töne, so eine Palette von dem Farbspektrum, wo ich einfach sage, das kaufe ich normalerweise so nicht. Sind für mich so totale Herbstfarben, auch so wunderschöne Farben für One-Shadow-Looks. Ich glaube sogar die Farbbezeichnungen, die da drunter stehen, wie dir dieses Venetian Red, ist, glaube ich, habe mich damit noch nicht so ganz doll beschäftigt, aber ist, glaube ich, so original auch in der richtigen Palette vorhanden. Wir werden es jetzt zusammen austesten. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht bin ich begeistert und sage, ich brauche die Originale nicht mehr, oder vielleicht sage ich, ich möchte dann doch die Originale noch austesten. Wir werden es gleich feststellen. Erstmal müssen wir natürlich die Base machen. Ja, da nehme ich wieder. Jetzt muss ich mir das Zeug wieder ransuchen, wo ich das alles wieder versteckt habe hier auf dem Tisch. Nehme ich wieder meine Derma Blend Foundation und meine Catrice HD Liquid Coverage. Wie ihr das von mir schon kennt, wenn ich ein Full Face mache oder so. Ein bisschen von der und ein paar Tröpfchen von der HD Liquid. Na? Und da bin ich eigentlich immer sehr glücklich mitgefahren. Und ja, so. Und dann nehme ich meinen Real Techniques Beauty Blender, mein Instant Matt von Essence, sprühe mir meinen Beauty Blender ein bisschen an und gehe dann in das Produkt, um das gleich auf meinen Idefix schafft es immer, unsere Stühle von A nach B zu schieben. Finde ich immer ganz klasse. Entschuldigt, wenn ich nicht komplett in die Kamera gucke. Ich habe den Spiegel hier unten stehen. Kann sein, dass ich ab und zu mal auf den Bildschirm schaue. Ich versuche so viel wie möglich da oben reinzugucken, weil es für euch natürlich persönlicher ist. Was ich auch absolut verstehen kann. Ich bin auch wieder ein bisschen aus dem Videodrehen raus und muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Gerade wenn ich alleine drehe. In letzter Zeit mache ich das immer mit dem Beauty Blender eigentlich, weil ich finde, das gibt irgendwie mit dem Make-up zusammen. Ja, muss ich immer ein bisschen genauer arbeiten. Das schönste Ergebnis. Nehme mir da auch gut Zeit für. Zurzeit habe ich vor meinem Gesicht leider auch wieder so ein paar Ottos und ein paar Willis, die mich stören. Aber die versuchen wir jetzt mal auszublenden. Geht ja um die Palette. Ja, dann ist meine Hand quasi leer. Und ich würde weitermachen mit Augenbrauen. Weil ich finde, sobald das Make-up drauf ist, ja, verschwinden die Augenbrauen immer. Dann nehme ich meine Essence Roses Palette. Und da mische ich ja immer diese beiden Töne zu einem anständigen Augenbrauenton. Versuche jetzt bei der Base mir nicht zu lange Zeit zu lassen. Also für euch jetzt gesehen. Na, einfach, dass das Video nicht schon wieder eine Stunde lang wird. Weil wir sind einfach Fans von langen Videos, weil wir es nicht mögen, alles weg oder rauszuschneiden. Ich mag das auch übrigens bei anderen YouTubern nicht. Vielleicht gucke ich deswegen auch so gerne Streams oder so. Ja, wenn da plötzlich so Übergänge sind, wo wie abgehackt wirkt, ne? Und das ist irgendwie dann weg und aus dem Kontext. Und ja, ich finde das dann immer so schade, ne? Weil ich hätte gerne dem Erzählfluss desjenigen, den ich eigentlich gerne gucke, gelauscht. Ja, und von solchen Leuten. Jetzt, die ich gerne gucke, da kann ich ja auch nochmal ein extra Video zu machen, vielleicht, wenn das interessiert. Ich will das jetzt nicht genau sagen, aber ist halt unterschiedlich. Ne? Auch nicht immer unbedingt in der Beauty-Szene angesiedelt, was ich gerne gucke. Da lausche ich halt gerne auch dem Erzählfluss. Und von solchen Leuten, die dann keine langen Videos machen, wünsche ich mir dann quasi immer fast lange Videos. Damit ich von den Leuten immer mehr mitkriege. Ja. Aber ich finde es ja cool von euch. Ihr mögt ja lange Videos von mir. Und von daher brauche ich mich da, was das betrifft, ja nicht bremsen. Das finde ich klasse. So, wenn wir das haben, würde es dann weitergehen mit Concealer.
Dann nehme ich den MAC Prep and Prime in der Farbe Radiant Rose. Und da mache ich auch nicht mehr viel. Einfach nur noch so ein bisschen unter den Augen. Ein bisschen auf der Stirn. Wer sich über meinen neuen Hintergrund wundert, das ist so unser Gaming-Hintergrund für die Twitch-Streams. Da werdet ihr den vielleicht, falls ihr schon mal da gewesen seid, alle Social-Media-Links sind natürlich in der Infobox verlinkt, werdet ihr den hauptsächlich sehen. Ich wollte ihn jetzt nicht extra für Beauty-Videos ändern, weil ich an sich eigentlich selber auch ein Nerd bin und nur wegen Make-up den jetzt nicht ändere. Aber viele von euch werden sicherlich schon wissen, dass ich ein Nerd bin. Und es ist für mich auch echt nicht schlimm, wenn ein paar von euch jetzt nicht spielen oder zocken. Ich meine, dafür gibt's ja diesen Kanal hier, dass wir dann genau die anderen Themen bearbeiten, die euch dann eher interessieren. Ja. Ja. Ich habe die Haare frisch gerade gewaschen, nicht wundern, dass ich das ein bisschen beiseite machen kann. Ja, dann würde ich weitermachen mit Bronzer, was mir nicht ganz so fahl im Gesicht aussieht. Dann nehme ich immer noch meinen Catrice Bronzer, der auch schon echt abgenudelt ist. Ich hatte schon in der Drogerie nach einem neuen geguckt, wenn ihr mir da einen empfehlen könnt, der ungefähr so aussieht. Ich weiß es nicht. Oder auch hochpreisig. Das war meine limitierte LE. Dann wäre ich euch sehr dankbar, weil ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der mir gefällt. Weil nur so pur matt gefällt mir nicht. Dann bin ich auch hell, dann kann ich nicht jede Farbe benutzen. Also orange darf er dann auch nicht sein. Na? Und er darf auch nicht zu deckend oder zu stark pigmentiert sein, weil dann sieht man das extrem bei meiner hellen Haut. Und das sieht dann auch nicht gut aus. Also falls einer von euch da draußen ein paar Tipps hat, wäre ich euch da echt dankbar. Dann gehe ich ein bisschen meine Teezone damit, ein bisschen über meine Augen. Mache auch so ein bisschen die imaginäre 3, wie ich das immer nenne. Was ich an dem so mag, der ist halt so schier. Du nimmst ihn wahr, aber dann doch wieder nicht. Und das gefällt mir. Und haucht dem Gesicht so ein bisschen Leben ein. Dann mache ich gleich weiter mit Blush. Da habe ich den Cabana Boy, den ich sehr gerne zurzeit benutze, von The Balm. Den mag ich auch total gerne. Das ist so, wie ich finde, so die perfekte Himbeerfarbe mit so ein bisschen Schimmer. Oh, bei uns wird es jetzt kälter. Wir haben jetzt zurzeit das totale Schmuddelwetter. Ich bin ja nun überhaupt kein Sommermensch, ich bin eher der Wintermensch. Und ich liebe dieses Wetter. Finde das so schön, dass es wieder kühler wird. Man kann Make-up wieder tragen. Es schmilzt nicht weg. Das ist cool. Und das gefällt mir ganz gut. Deswegen, ich bin kein Sommermensch und ich freue mich auf die dunkle Jahreszeit. Deswegen wahrscheinlich heute auch so ein bisschen schon so anmutender Herbstlook. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt Puder drauf machen. Da nehme ich den Chanel Universal Libre. Den habe ich im Sommer sehr gerne benutzt, weil der so schön leicht ist, das Puder. Das sieht nicht so, ja, tot aus einfach. Dann machen wir noch ein bisschen mehr. Und ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, ich musste den letzten Stream, den ich auf YouTube veröffentlicht habe, weil ich ja gesagt habe, die Beauty-Videos, die bleiben. Und die Gaming-Videos und alles, was mit Gaming zu tun hat, wird auf Twitch verbleiben. Oder halt eben, da labern wir halt auch viel vlogmäßig rum. Und da könnt ihr meinetwegen, wenn ihr wollt, auch mal zugucken. Morgen um 21.15 Uhr startet dann der nächste Stream. Aber es ist, wie gesagt, kein Muss. Ich mache morgen auch noch das nächste Video mit der anderen Palette, die ich mir gekauft habe. Für diesen Kanal wieder. Für die nur Beauty interessiert. Und das ist absolut kein Problem und kein Muss. Das ist nur noch Jens und mein anderes Hobby quasi.
So. Ein bisschen Puder. Ich überlege, ob ich schon ein Highlight mache. Nein, erstmal mache ich Primer. Da habe ich immer noch diese Testsachen von meiner Urban Decay Palette. Und da benutze ich gerade noch die Eden. Und die muss ich noch aufbrauchen, bevor die dann schon total, wie das mir jetzt hier gerade wieder passiert ist, total trocken sind. Und die kann ich dann natürlich schlechter verwenden. Und da mache ich mir ein bisschen drauf. Einfach, dass die Lidschatten die beste Grundlage haben und gut halten. Na, wir wollen ja fair sein. Selbst wenn diese Palette nur 2,71 € gekostet hat, es kann ja sein, dass das der totale Shit ist und dass das alles gar nicht so schlecht ist. Und ja, schauen wir mal. Ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Musste mich sehr zusammenreißen, dass ich die Palette nicht schon ausprobiere, sondern das mit euch live in einem Video mache. Und ja, jetzt mache ich noch ein bisschen Highlighter. Benutze ich vom Rival de Loup meinen, schon total abgegrabbelt, einen meiner Lieblingshighlighter. Den gibt es auch noch, Moondust. Ein Moondust, den gibt es auch. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich fand den sehr, sehr toll. Davon gab es auch einen Bronzer. Ich mochte den. Dann nehme ich mal hier so einen aus einer Pinsel.de von Catrice. Kann man das sehen? Ja, Pickel highlighten, geile Idee. Das Einzige, was mich an diesen Catrice-Pinseln manchmal stört, genauso wie an den MAC-Pinseln, also Gesichtspinseln von MAC, sie haben manchmal nicht so doll. So, jetzt ist es soweit. Wir fangen an mit der Palette. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt. Ich nehme mir erstmal einen Pinsel, der definitiv funktioniert, den MAC 239, und bin mal am Überlegen, mit welcher Farbe wir jetzt anfangen. Ich nehme erstmal diese ganz, ich hoffe, ich kann euch das so zeigen. Ich habe ein bisschen Angst, sie zu knicken. Hier oben diese erste Farbe, die nennt sich Tempera und zette damit mein komplettes Lid. Da kann ich auch erstmal einen fluffigen Pinsel nehmen. Da nehme ich den Bobbi Brown. Erstmal, dass das Verblenden dann auch definitiv gut klappt. Kommt gut Produkt runter. Scheint gut gesettet zu werden. Ich hoffe, ihr seht genug. Also ein Blendeton, ne? Also ein Blendeton ist für jede Palette schon mal, oder ein heller Ton ist für jede Palette schon mal gut. Ja, ein bisschen krümeln tut's. So, jetzt haben wir geblendet. Jetzt würde ich überlegen, dass ich einen kleineren Pinsel nehme. Den von Bobbi Brown und in... Ich nehme mal diesen Pinsel hier raus. Nicht, dass der mir hier irgendwann in die Ohren fliegt. In Vermeer. Das ist so ein schimmernder Ton. Den gebe ich mir oben unter den... Oh, da kommt gut Produkt runter. Puhu. Unter den braunen Bogen. Leicht. Man kann es, glaube ich, ich kann es in meinem Spiegel ganz gut erkennen. Es ist aber... Ja. Dezent. Dezent. So, dann nehme ich wieder den MAC 239er. Und würde... Jetzt ist die Frage. Erstmal so eine Übergangsfarbe schaffen. Was mache ich?
Gehe ich eher in den warmen Bereich oder eher gleich in Burnt Orange? Ich glaube, ich gehe in Warm Taupe. Der sollte matt sein. Mit einem Blendepinsel. Und gehe damit in meine Lidfalte. Blende den so gut wie möglich auch ein bisschen nach oben hin, weil ich ja gleich noch mit einem anderen rötlichen Ton da rein wollte. Ich weiß auch heute ehrlich gesagt noch nicht, was das für ein Look wird. Ich versuche einfach mal Farben zu kombinieren und so viele Farben wie möglich euch zu zeigen. Der ist gut. Der ist nicht zu kräftig. Weil damit habe ich immer Probleme, das dann hinterher wieder auszubessern, aber auch nicht zu wenig. Ne? Also so dieses schöne Mittelding. Nicht so wie bei manchen Essence-Farben, wo ich denke, oh Gott, jetzt muss ich die Farbe 10.000 Mal aufbauen, dass man davon überhaupt was sieht. Also wie diese eine Palette, die ich euch in meinem Look gezeigt habe, die ich jetzt, ja, hier von diesen neuen Paletten von Essence, die eigentlich nicht verkehrt sind, aber dann auch nicht so wirklich meine Favoriten. Also das gefällt mir schon ganz gut. So, jetzt würde ich, ich weiß nicht, ob ich gleich in Venetian Red gehen soll oder erstmal in Real Gar. Ich gehe erstmal in Real Gar. Real Gar, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und gebe das in meine Crease. Oh. Das sind eigentlich so Farben, die benutze ich nicht im Alltag. So Rottöne und so. Das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Aber immer dann, wenn ich mich mal da mal ranwage, ein bisschen auch hier hin, bin ich dann doch recht angetan. Also die Farbe ist auch schön. Ich will mir noch kein abschließendes Urteil bilden, weil dafür habe ich einfach nur noch zu wenige Farben benutzt. Aber bis jetzt macht es schon mal echt einen guten Eindruck. Das gebe ich jetzt so ein bisschen runter, dass man die Farbe halt mehr sieht. Ja, finde ich gut. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, ich probiere gleich Venetian Red, um den Wimpernkranz noch ein bisschen zu verdunkeln mit dieser Farbe. Schauen wir mal, wie die sich macht. Oh, da kommt Produkt runter, Leute. Oh, wow. Die ist kräftig. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Die gebe ich auch ein bisschen an meinem unteren Wimpernkranz. Da kommt aber dann noch eine andere Farbe dazu, damit das Ganze nicht so krank aussieht. Die ist gut. Jesus Maria, solche Farben. Ja. Den Pinsel ein bisschen sauber machen. Oh, gehe ich auf das bewegliche Lid jetzt mit Primavera, mit dieser Farbe, um das Ganze nicht komplett rot zu machen, mit dem MAC 239, und da kommt gut, ohne Ansprühen, Produkt. Und versuche das jetzt alles so ein bisschen auf dem beweglichen Lid aneinander zu blenden. Boah, wie andere sagen würden, auf die Kuppel. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Also die Farbe gefällt mir auch fantastisch. Die gebe ich auch hier vorne schon ein bisschen in die Crease. Ohne anzusprühen. Okay. Das ist wirklich Wahnsinn.
Nicht schlecht. So, jetzt würde ich noch mal einen sauberen Blendepinsel nehmen. Sieht jetzt natürlich also ein bisschen aus wie aufs Auge geschlagen. Ich hole schon mal meinen normalen Blendepinsel heraus und gehe noch mal in was würde denn da jetzt in die rote Farbe passen? In Red Orchid oder ich würde mal sagen in Buon Fresco. Die ist auch schön, so eine lila, ein bisschen lila reinbringen. Und gehe noch mal unterste Wimperkranz. Ja, wow. Und nochmal einen Warm Taupe zum Schluss. Boah, jetzt bin ich aber dunkel. Ich muss das gleich dann nochmal ausblenden. Also die Farben sind gut pigmentiert. Da sollte man aufpassen. Ich gehe jetzt gleich in den Blendebereich nochmal und gucke, dass ich das gut ausblenden kann. Hoffe ich. Ansonsten muss ich dann nochmal einen Concealer verwenden. Also der Blendeton, der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Das ist so das Einzigste. Währenddessen die anderen Farben dreifach gut pigmentiert sind. Also das ist... Da muss ich gleich mal in eine andere Palette leider reingehen. Oh, dann nehme ich wieder meine Essence-Palette. Die hat ja solche Töne auch. Der ist ein bisschen stärker. Gleich schon von der Farbabgabe. Gerade unten. Und den nochmal extrem aufräumen. Aber ich war jetzt gerade so verliebt in die Farben. Dass ich mich nicht zusammenreißen konnte, sie euch zu zeigen. Man kennt das ja immer, wenn man begeistert ist, kann man gar nicht genug auf ein Lied davon haben. Und macht eigentlich dann zum Schluss immer mehr, als man sollte. Und dann sieht das vielleicht Ganze nicht mehr so doll aus. Ja, jetzt sieht das schon wieder aus wie ich. Was so ein Blenden wieder bewirkt, ne? So, wenn ich das habe, mache ich heute auch noch Eyeliner. Also heute wirklich Full Face. Wenn ich jetzt wieder müsste, dann benutze ich von Catrice den Liquid Eyeliner. Der ist auch so changierend. Ich glaube, der passt ganz gut. Was bei dem ganz gut ist. Da muss man nicht so akkurat arbeiten. Das ist einfach nur so ein bisschen changierend grün. So, jetzt lasse ich das mal trocknen. Und in der Zeit würde ich quasi den Lip Liner von MAC verwenden, schon mal die Lippen machen, bevor ich dann an die Wimpern gehe, in der Farbe Spice.
und würde dazu heute einen Nude-Ton tragen von Laura Mercier in der Farbe Brown Berry. Der ich finde sehr gut zu Rottönen passt. So, jetzt bräuchte ich meine Wimpernzange von Ebelin. So, und dann nehme ich meine L'Oreal Volume Hippie Mascara und würde mir die Wimpern tuschen. Und jetzt eine Zeit für lustige Mascara-Gesichter. Gib mir da zwar Mühe, aber Mascara auftragen ist nicht gerade eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Wenn mich einer fragt, was die nervigste Sache für mich ist beim Schminken, dann würde ich sagen, Mascara auftragen. So, jetzt mache ich noch die zweite Schicht einer anderen Mascara drauf. Das mache ich immer so, zwei Schichten. Essence Volume Stylist, die ich mir letztens erst gekauft hatte. Was hasst ihr am Schminken am meisten? Und was mögt ihr am liebsten? Das würde mich echt mal interessieren. Also ich liebe es am meisten entweder Lippen machen oder Foundation auftragen oder Lidschatten. Oder Blush. Das mag ich auch immer. Weil ich finde, da sehe ich immer direkte Veränderungen. Na? Und also Mascara, da muss man erst immer so ein bisschen arbeiten. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich mir so eine Mascara schon ins Auge gedischt habe. Und das nervt einfach nur. Tja. Ja. So, ihr Lieben, dann kommt noch zum Schluss ein bisschen Essence Instant Matte Setting Spray. Das werde ich mir auf jeden Fall auch wieder kaufen, das ist richtig gut. Und dann zoome ich euch gleich nochmal nah ran, damit ihr euch den Look angucken könnt. Und dann kriegt ihr meine abschließende Meinung zu der Palette, würde ich sagen.
So, ich zoome euch noch mal ein bisschen ran. Achtung. Bisschen her. Also ich muss sagen, wenn ich zoome euch wieder raus. Meinung zu der Palette gut, den Pinsel habe ich jetzt nicht verwendet, weil ich generell nie mitgelieferte Pinsel verwende. Ich muss es leider sagen, auch wenn ich diese Sache mit der Fake-Palette eigentlich nicht so gerne unterstützen möchte, weil ich der Meinung bin, so geil ist das jetzt eigentlich nicht. Jemand anders hatte ein Konzept, eine Idee und jemand anders klaut das jetzt einfach. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie ein bisschen schwer begeistert. Ich finde die Palette echt, echt gut. Also ich bin von der Palette mehr begeistert. Muss ich jetzt ganz, den Pinsel ist auch interessant, dann werde ich gleich hier in mein Pinselreservoir. Vielleicht benutze ich den irgendwann nochmal. Mal gucken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt verwendet. Ich habe Venetian Red benutzt, Warm Taupe, Realgar, Primavera finde ich wunderschön. Also das ist das, was ich auf dem beweglichen Lid drauf habe. Das ist total schön. Vermeer ist auch ein annehmbarer, schöner Highlight. Buen Fresco, also man sieht, dass hier unten richtig lila wird. Das Einzige, welche Farbe ich nicht ganz so gut finde, ist Tempera. Sollte eigentlich eine Verblendefarbe sein. Und die finde ich ist ein Ticken zu schwach auf der Brust. Also ich brauche gerade, wenn ich mit kräftigen Farben arbeite, eine stärkere Blendefarbe. Einfach damit ich diese ganzen Unebenheiten, die ich habe, ausblenden kann, damit das Ganze nach was aussieht. Das ist so das Einzige, was ich jetzt gerade nicht so gut finde. Aber alle anderen Farben, okay, Bond Orange, Golden Orchid, habe ich jetzt noch nicht verwendet. Antique Bronze noch nicht. Love Letters, Cypress, Amber. Aber so. Die anderen Farben schon. Und ich muss das wirklich sagen, wenn die schon so gut ist. Also ich hätte gerne mal, vielleicht hole ich sie mir noch, den Vergleich zu der Originalen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dieser Farbzusammenstellung, die ich mir so eigentlich, ich geiere dieser Palette eigentlich schon länger hinterher, so normal nicht kaufen würde, bin ich echt beeindruckt von. Also mir gefallen Rottöne. Klar, vorhin, wo das jetzt noch nicht verblendet war, sah das echt aus wie aufs Auge geschlagen. Gerade so Under-Eye-Dings ist eigentlich überhaupt nicht meins. Weil ich dann immer zu viel mache mit dem Blendepinsel und das sieht dann schnell aufs Auge gehauen aus. Deswegen brauche ich ja einen stärkeren Verblendeton. Aber bis auf diese eine Ausnahme von dieser Farbe, wo ich dann auch locker irgendeine andere Palette dazu nehmen kann, bin ich von dieser Palette echt begeistert. Und mehr begeistert als von den Essence-Paletten das letzte Mal. Also ich finde farblich ein sehr guter Job. Es lässt sich gut verblenden. Es ist nicht so farb boom in your face. Also man muss es ein bisschen aufbauen, aber nicht so stark wie bei den Essence-Paletten. Also ein gutes Mittelmaß. Es krümelt ein bisschen, aber dafür ist das Pigment da. Es krümelt aber nicht zu stark wie zum Beispiel Sleek-Paletten. Das finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Und ich muss sagen, Geruch ist okay. Na, hat jetzt keinen speziellen Geruch. Es riecht aber auch nicht überstark chemisch, dass ich sagen würde, okay, 2,71 € hier, total künstlicher China-Scheiß. Wer weiß, aus welchem Werk das kommt. Aber für 2,71 € muss ich echt sagen, ich bin drauf und dran. Wenn das gut ist, habe ich mir ja von Anfang an gesagt, hab, dass ich auf Amazon noch mal so ein Beauty-Haul aller Fake-Paletten mache und da noch mal ein paar mehr Paletten bestelle, um einfach zu gucken, wie ist die Qualität. Auch so Lippenbereich etc. Und da was zu bestellen und ein paar mehr Sachen zu testen. Und ja, warum nicht? Ne? Also ich finde sie echt, echt gut. Und im Vergleich zu der Essence-Palette, die ich wahrscheinlich außer einer Farbe nie wieder verwenden werde und vermutlich aus meiner Sammlung wieder outsource, kann ich mir vorstellen, diese Palette echt öfters zu benutzen, weil diese Rottöne jetzt echt und Brauntöne echt schön sind, auch mit diesem Lilaton echt schön sind für den Herbst. Also muss leider für mich persönlich sagen, Daumen nach oben. Hätte ich ja nicht erwartet. Deswegen bin ich jetzt morgen beim Drehen. Also diese Umverpackung, die tue ich jetzt weg.
bin ich total gespannt, was die You Kennedy Heat Palette, also quasi die Fake Heat Palette von Urban Decay so kann, von derselben Marke. Und ja, bin schwer begeistert. Also ich hätte es nicht gedacht, dass das was bringt. Zum Schluss wollte ich jetzt noch eine kleine Verlosung machen. Das hatte ich auch im Stream gesagt. Für die, die den nicht geguckt haben, das wollte ich jetzt alles nochmal neu in einem Video machen. Ich habe die Firma Purelei auf der Homepage gefunden und fand den Schmuck, den die machen, ganz nett. Ich werde euch auch diese Seite in die Infobox verlinken und werde es auch hier kennzeichnen unter diesem Video, wenn ich es hochlade. Das ist eine Produktplatzierung gibt. Nicht, weil ich dafür bezahlt worden bin, dass ich das sage, sondern weil die Firma mir was kostenlos und bedingungslos zur Verfügung gestellt hat, zum Verlosen für euch. Und deswegen werde ich die Seite natürlich, weil da Rabattcoupons dabei sind, in die Infobox verlinken, wo ihr natürlich drauf gucken könnt, falls es euch interessiert. Und ich möchte eine kleine Verlosung als Dankeschön starten für euch, dass ihr mir nach so langer Zeit immer noch die Treue gehalten habt oder uns die Treue gehalten habt und immer noch zahlreich auf meinem Kanal vorhanden seid und ja auch wieder ein paar neue dazugekommen seid, also ein paar neue dazugekommen sind. Und da habe ich für 4 Leute von euch quasi von der Firma Purelei, ich mache jetzt mal die ein kleines Package sozusagen, was ich an euch verlosen kann. Und zwar können, 4 Leute von euch schöne Armbänder gewinnen mit einem 15% Rabattcoupon. Also wird es 4 Plätze geben und dazu gibt es dann noch ein kleines Goodie von mir, wenn ich es dann verschicke und so weiter. Und das ist extra von der Firma Purelei. Schönen Dank an dieser Stelle. Für mich, für meine Influencer oder halt für meine Community kann ich das personalisieren und das kann ich dann an euch verlosen und dazu gibt es dann von mir noch eine Kleinigkeit. Und da sind 15% auf den momentan bestehenden Shop von Purelei drauf, wo ihr dann entweder shoppen gehen könnt oder allein nur um so ein schönes Armband für euch und eure Freundin oder so zu haben oder als Geschenk, ist ja auch immer eine ganz nette Idee, falls es ihr nicht haben wollt. Ja, was müsst ihr dafür tun? Einfach mir einen Kommentar hinterlassen, indem ihr mir schreibt, was ist euer allererstes Kosmetikprodukt gewesen und damit ich einfach auch ein bisschen was von euch erfahre, wir gemeinsam ein bisschen interagieren können. Und was ist das erste Kosmetikprodukt, was ihr jemals verwendet habt, was ihr euch jemals gekauft habt? Das würde mich super interessieren. Einfach ein bisschen was von euch. Und dann werde ich in 2 Wochen ab heute, das wäre dann der, ich weiß gar nicht, wann das wäre. Muss mal kurz rechnen. Meinen Kalender öffnen. Wäre ab heute in 2 Wochen, würde ich dann ein Video machen, womit ich dann das die Verlosung live beenden würde, indem ich die Namen oder die Kommentare, die drunter geschrieben haben, in einem kleinen Töpfchen aufschreibe mir und dann live das jemanden ziehen lasse, der gewonnen hat. Also 4 Leute können gewinnen und die Leute dann privat anschreibe oder sie mir eine Nachricht hinterlassen und so weiter und mit ihren Adressdaten und so weiter und so fort. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Volljährigkeit bitte beachten, wenn ihr nicht volljährig seid und mitmachen möchtet, brauche ich die Einverständniserklärung eurer Eltern. Und ja, für alle anderen viel Glück, viel Spaß. Ich hoffe, ihr macht mit. Ihr müsst aber nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video von mir gefallen. Das nächste kommt dann morgen. Das wird dann irgendwann am Wochenende hochgeladen. Und ansonsten geht es dann morgen weiter um 21.15 Uhr, wie gesagt, auf Twitch mit einem neuen Livestream. Ja. So, ihr Lieben, dann habt noch einen schönen Tag. Genießt die Zeit. Viel Spaß beim Schauen, wann immer ihr das auch seht. Und ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.